Ja, im Team Smearless Racing, wir haben schon gehört, die Nachwuchsförderung ganz klar im Vordergrund. Zwei Rookies, die heute ihr erstes Autorennen gefahren sind, sind der Justin Wichmann und der Tizian Abanas. Tizian, fangen wir mit dir an. Wie hast du das Rennen heute erlebt? Ja, für mich war es wirklich waren es eigentlich die ersten Minuten im Auto. Ich hatte gestern gerade mal 15 Minuten Training und ich denke, man hat deutlich eine Verbesserung gesehen, dann auch mit der Fahrzeit, und hat mega Spaß gemacht, mega Laune, und als dann auch mit dem Verkehr, das war einfach, hat man viel dazugelernt, war einfach toll. Das erste. Justin, auch für dich der Einstieg im DMV BMW 318 T-Cup, dein erstes Rennwochenende, wie hast du es erlebt? Erzähl mal ein bisschen aus deiner Erfahrung. Ja, hat eindeutig sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Trainings zu fahren und so weiter. Das Qualifying und das Rennen vor allem, sehr viel Action dabei gewesen. Hohe Punkte, aber auch Tiefpunkte erlebt, und ja, hat Spaß gemacht. Ich denke, es wird noch ins nächste Rennen besser laufen, hoffe ich mal. Janni ist ja als Cup-Spezialist bekannt, letztes Jahr den Meistertitel gewonnen. Hat er euch vor dem Start nochmal den einen oder anderen Tipp mitgeben können? Ja, das auf jeden Fall. Aber eigentlich immer nur Ruhe bewahren und dann der Rest kommt von alleine. Tizian Abanas, Justin Wichmann, vielen Dank. Alles Gute für die weitere Saison. Dankeschön. Vielen Dank.